Buch dazu besorgen, sondern genau das, was ich erzähle, können Sie quasi wörtlich nachlesen in meinem Buch. Ja. Der Nachteil, das sehe ich bei den Evaluationen natürlich auch immer wieder, die Studenten kritisieren dann bei der Frage, der Dozent teilt irgendwie gute Unterlagen aus, da kriege ich dann ganz schlechte Noten, obwohl das Buch sehr gut ist, aber ich teile halt nichts aus und Sie müssen sich das Buch kaufen. Sorry, das kostet halt Geld. Ja. Das Buch ist nicht sehr teuer, ich glaube 24,90 glaube ich kostet es. Das ist für so ein Lehrbuch ein ordentlicher Preis, aber Sie müssen sich das Buch nicht kaufen. Ja. Das Buch gibt es in, ich glaube, 20 Exemplaren mindestens in der Bibliothek, also holen Sie sich's aus der Bibliothek. Und in dem Buch ist auch so ein E-Book-Code drin, also leihen Sie sich's einmal aus und laden Sie sich dann das E-Book runter auf Ihren Rechner, drucken Sie es aus, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, an das Buch ranzukommen, ohne dass Sie sich's kaufen müssen. Und es gibt auch noch, ich meine, ich persönlich würde, wenn ich so eine Vorlesung hätte, auf jeden Fall das Buch kaufen, weil dann habe ich die Originalunterlagen, ich kann reinschreiben, ich kann damit arbeiten, was Besseres gibt es einfach nicht. Ja. Gehen Sie einmal weniger in die Disco und dann haben Sie ein Buch. Ich meine, das ist doch keine Alternative, in die Disco gehen, statt so ein tolles Lehrbuch zu haben. Und übrigens, ich verdiene pro verkauftem Exemplar von dem Buch brutto irgendwas um 40 oder 50 Cent. Ja. Und dann geht nur die Steuer ab davon. Also das mache ich nicht, um Geld zu verdienen. Der Verlag verdient natürlich ein bisschen Geld damit und die Druckerei auch und so weiter. Aber wir müssen ja auch was tun für die Wirtschaft. Ja. Gut, so viel zum Thema Buch. Sie können das jetzt machen, wie Sie wollen. Sie können auch hier mitschreiben. Sie können übrigens auch im Internet auf meiner Homepage die Folien kostenlos runterladen. Also so schlecht ist der Service gar nicht. Ja. Das müssen Sie entscheiden. Und genau, und jetzt noch das letzte Wort zum Buch. Ich glaube, ich habe noch ein paar Exemplare von der neuesten Auflage daheim und das kriegen Sie bei mir um 20% günstiger. Das heißt, wenn es 25 Euro sind, dann kostet es nur 20 Euro, wenn Sie das. Also wenn Sie das haben wollen, sagen Sie es mir nachher, dann bringe ich beim nächsten Mal ein paar Exemplare mit. Okay, gut. Ja, Inhaltsverzeichnis, gehen wir das vielleicht gerade mal kurz durch. Wir starten mit einem motivierenden Beispiel heute. Das ist eine nette Anwendung, elektronisches Bargeld, wo Sie sehen, wie man da die verschiedenen Techniken braucht. Dann brauchen wir natürlich ein paar Grundlagen, klassische Chiffren. Da geht es um die Geschichte, Enigma und solche Geschichten. Da kann man nämlich einiges daraus lernen aus der Geschichte. Dann moderne Blockchiffren. Das sind so Verfahren wie DES, Data Encryption Standard, AES, Advanced Encryption Standard, also die Standards für symmetrische Blockchiffren. Dann machen wir natürlich Public Key Kryptographie und das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt von dem Semester. Ja. Darum geht es, das müssen Sie verstanden haben als Informatiker. Ja. Weil darauf basiert heute jegliche sichere Kommunikation im Internet. Alles steht und fällt mit Public-Key-Kryptographie. Und da wird sich auch noch einiges tun. Vielleicht gerade noch eine ganz kurze, ganz aktuelle Bemerkung. Letzte Woche war ja die CeBIT und im Vorfeld von der CeBIT sind so Gerüchte rumgegangen, dass man hoffentlich nach der CeBIT mit dem neuen Personalausweis, das ist ja dieser kleine, der so eine Chipkartenform hat und da ist ein Chip drauf auf dem Personalausweis, und auf diesem Chip ist im Prinzip alles implementiert, was wir das ganze Semester machen. Ja? Symmetrische Verfahren, Public-Key-Verfahren, digitale Signatur, ist alles drauf auf dem neuen Personalausweis. Nur leider bis jetzt funktioniert die digitale Signatur nicht. Den gibt es jetzt schon 1,5 Jahre. Leider funktioniert die digitale Signatur noch nicht auf dem Personalausweis und zwar deswegen, weil es noch keine gute Public-Key-Infrastruktur für den neuen Personalausweis gibt. Da gab es noch ein paar Probleme. Ja. Darauf werden wir dann hier in dem Kapitel zu sprechen kommen. Authentifikation und digitale Signatur und natürlich auch Public-Key-Infrastruktur. Das Problem ist mit diesem Public-Key-Verfahren, schauen Sie, digitale Signatur, was ist denn das? Was ist eine klassische Signatur? Das ist eine Unterschrift. Ich unterschreibe einen Mietvertrag und da hängt natürlich juristisch einiges dran. Ja? Damit
verspreche ich, dass ich die Miete zahle und der Vermieter verspricht, dass er mir die Wohnung zur Verfügung stellt und so weiter. Und wenn ich das nicht einhalte, dann kann ich rechtlich belangt werden dafür. Ja? Und damit ist natürlich wichtig, dass so eine Unterschrift nicht so leicht gefälscht werden kann. Das heißt, es sollte so sein, dass ich der Einzige bin, der meine Unterschrift machen kann. Ja? Und bei den digitalen Signaturen will man das natürlich auch haben und vor allem noch viel sicherer als bei den handgeschriebenen. Und genau das ist das Problem bei dem neuen Personalausweis. Zu garantieren, dass dieser Signaturschlüssel, der da drauf ist, dass das wirklich meiner ist. Die haben leider ein bisschen ein Problem eingebaut in den neuen Personalausweis. Eigentlich hätte man das alles ganz einfach machen können. Sie beantragen den, dann geht das Ganze nach Berlin, da wird dieser Personalausweis produziert, nach Ravensburg geschickt, Sie holen den ab und fertig. So hätte man es machen können. Aber jetzt haben die sich, habe ich gerade gestern Abend um 5 Uhr habe ich telefoniert mit den Gurus in Berlin von der Bundesdruckerei, die den machen. Und die haben gesagt, ja, aber das, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir einigen Firmen auf dem freien Markt ein bisschen Marktanteil weggenommen, weil dann hätte die Bundesdruckerei was gemacht, was wir eigentlich von den Privatfirmen machen lassen wollen. Ich kann das nicht so recht nachvollziehen. Ich nenne das immer Bürokratie und Planwirtschaft. Ne? Das wäre nämlich viel einfacher gewesen, es wäre viel schneller gegangen. Und die haben mir übrigens gesagt, es gibt diverse europäische Länder, wie zum Beispiel Frankreich und Estland und ich weiß nicht, ein paar andere noch, die es nämlich genauso machen, viel, viel einfacher. Bei uns, neue Personalausweis wird ausgeliefert, Sie kriegen den, aber leider ist das Signaturzertifikat nicht drauf auf dem Personalausweis. Und jetzt hat man den Trouble, wie kriegt man jetzt hinterher übers Internet dieses Signaturzertifikat drauf? Und daran basteln die seit 1,5 Jahren. Ja? Aber die gute Nachricht, sie haben mir versprochen, im 3. Quartal 2012 wird es möglich sein. Dann nehmen Sie den neuen Personalausweis, gehen an Ihren PC dran, nehmen die entsprechende Ausweissoftware dazu und dann können Sie von der Bundesdruckerei sich so ein Signaturzertifikat runterladen. Das kostet natürlich nochmal was, aber wird nicht sehr teuer sein angeblich. Okay, aber wir werden dann an der entsprechenden Stelle darüber reden. Und übrigens noch eine gute Nachricht, also fast gute Nachricht. Ich habe dann versucht, die davon zu überzeugen, dass ich doch jetzt im Sommersemester schon so eine Signatur auf dem Personalausweis brauche, damit ich Ihnen das dann vorführen kann in der Vorlesung. Ist natürlich viel cooler, als da bloß irgendwie theoretisch zu erzählen. Ja. Da hat er gesagt, ja, das wird nicht gehen, aber es gibt wohl Demo-Personalausweise mit Signatur drauf. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, kriege ich ja so einen und kann den dann vorführen. Okay, so viel an Vorausschau, was da alles so kommen wird. Public Key Systeme, da ist natürlich der neue Personalausweis eines davon, aber da gibt es viele andere. Im Prinzip alles, was heute sicher kommuniziert auf Rechnern, sind Public Key Systeme, also VPNs, Virtual Private Network, SSH, also Secure Shell, um Verbindungen zwischen Rechnern herzustellen, passiert auch auf Public Key Verfahren, genauso natürlich Verschlüsselung und Signatur von E-Mails, also PGP, GNU-PG, das sind die frei verfügbaren Systeme heute, das werden wir uns auch anschauen. Dann elektronisches Bargeld, da werden wir, ich meine, das haben wir jetzt in der Einführung kurz, aber jetzt verstehen wir natürlich die Technik noch nicht und dann werden wir sehen, wie wir mit den Techniken das wirklich implementieren können. Dann wird es noch um elektronische Zahlungssysteme gehen, aber nur ganz kurz und am Rande, wahrscheinlich lassen wir das ganz weg, weil der Herr Löhmann bietet ja eine Vorlesung speziell zu diesem Thema an. Also wer das genau wissen will, muss da dann reingehen. Ein bisschen politische Randbedingungen, das wird immer wieder zwischendrin kommen. Und dann natürlich ganz wichtiges Kapitel hier, die Mathematik. Ja? Also ein bisschen Zahlentheorie brauchen wir natürlich trotzdem. Ja, und dann haben wir noch ein Kapitel Erzeugen von Zufallszahlen im Buch. Das werde ich aber hier weglassen, weil das kostet einfach auch zu viel Zeit. Ja? Das habe ich gerade heute gemacht im Master in der Mathe-Vorlesung. Da geht es natürlich dann wirklich ans Eingemachte von den Zufallszahlen. Okay, so, gibt es jetzt von Ihrer Seite noch Fragen zum Inhalt, zu organisatorisch? Okay, vielleicht noch eine Bemerkung zum Thema Übungen. Im Buch sind zu jedem Kapitel Übungsaufgaben drin und auch Musterlösungen am Ende vom Buch. Ja.
Natürlich ist es wichtig, dass Sie zu dem Stoff, den ich behandle, die Übungsaufgaben machen. Ich werde auch immer wieder mal was weglassen. Da brauchen Sie auch nicht die Übungsaufgaben machen, weil das kommt nicht dran. Das ist auch nicht klausurrelevant, was ich weglasse. Aber Üben ist wichtig bei so einer Vorlesung. Es kommt auch ein bisschen Mathematik rein. Und um das Zeug richtig zu verstehen, müssen Sie Übungen machen. Ja? Wir haben natürlich jetzt nicht die Zeit, jede Woche 2 Stunden Übungen zu machen, wenn wir insgesamt bloß 2 Stunden haben. Ich möchte, dass Sie da aktiv am Ball bleiben. Das heißt, Sie machen die Übungsaufgaben und Sie kommen zu mir und sagen, Hertel, wir haben aber ein Problem mit der Übungsaufgabe, bitte rechnen Sie die mal vor. Ja? Das mache ich dann auch gern. Aber es sind auch viele Aufgaben, die sind nicht besonders schwierig, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht drüber reden. Also wir können gerne einmal einen Übungsblock einschieben, wo ich dann Dinge vorrechne, wo Sie Fragen stellen. Sie können mir auch per E-Mail Fragen schicken oder zu mir ins Büro kommen. Aber jetzt eine regelmäßige Übungsstunde, das können wir uns einfach zeitmäßig nicht leisten. Okay. Gut, also starten wir mit unserem Versuch elektronisches Bargeld. Zwar machen wir jetzt ein paar Versuche, der Sache näher zu kommen. Ich meine, elektronisches Bargeld, wir sind Informatiker, wir leben in der Welt der Bits und Bytes. Richtige harte Münzen oder Geldscheine gibt es natürlich dann nicht mehr, wenn das elektronisch sein soll. Ja, das heißt, so eine Münze ist nichts anderes als eine Datei. Die soll ja auf der Festplatte gespeichert werden können, die Münze. Also ist es eine Datei. Und die Frage ist bloß, was schreiben wir rein in die Datei? Und da fangen wir jetzt ganz naiv an. Also, sorry, oh ja, die Folien im Buch ist es natürlich in Euro, aber hier sind es halt D-Mark. Wir wollen jetzt 5 D-Mark zu einer E-Cash-Münze machen. Und jetzt nehmen wir so eine Datei und schreiben rein E-Cash-Münze wert 5 D-Mark. Und dann weiß jeder, was gemeint ist. Ja? Natürlich stellt sich jetzt die Frage nach der Sicherheit und das ist nicht besonders sicher, weil da kann natürlich jeder diesen String hier, die 5, ersetzen durch 100 und dann macht er aus 5 Mark 100 Mark. Und wenn jetzt so unser E-Cash funktionieren würde, dann täte dieses Verfahren vielleicht 2 Stunden funktionieren und dann wäre der Euro kaputt. Also das wäre die beste Methode, den Euro in, ja, sagen wir mal, ein paar Minuten kaputt zu machen. Ist ja klar, die ersten paar Hacker, die da drauf kommen, würden ihr Geld vervielfachen und dann wäre das nichts mehr wert. So geht es also nicht. So, wie können wir das hinkriegen, dass jetzt ein Angreifer nicht einfach dieses 5 D-Mark, diese 5 hier durch ein 100er ersetzen kann? Und hier heißt die Antwort schon digitale Signatur. Und zwar, jetzt müssen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Also erstens einmal ist ja klar, ich kann nicht einfach auf meinem PC eine Datei nehmen und reinschreiben E-Cash-Münze 5 D-Mark. Ja? Dieses Geld, das muss irgendwo von der Bank kommen. Sie haben ein Girokonto auf der Bank, auf dem Girokonto sind jetzt 100 Euro drauf und jetzt wollen Sie eine E-Cash-Münze haben. Das heißt, über ein Webfrontend oder E-Mail teilen Sie der Bank mit, hey, E-Cash-Münze 5 D-Mark will ich haben. Ja? So, das heißt, die Bank erzeugt diese Datei und die Bank wird natürlich dafür sorgen, dass das fälschungssicher ist. Und das macht die so, folgendermaßen, die schreibt wieder diesen Text rein, Klartext, lesbar, 5 D-Mark, aber darunter kommt jetzt so ein kryptischer Kauderwelsch und das ist nichts anderes als eine digitale Signatur von diesem Text 5 D-Mark E-Cash-Münze. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen mehr Text dabei, der Name von der Bank, wo das herkommt und so weiter und das Datum, wann das erzeugt wurde und so weiter. Aber das Wesentliche ist natürlich der Wert von der Münze. Ja? So, diese digitale Signatur, die hat jetzt ein paar ganz coole Eigenschaften. Die hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass dass sie quasi 1:1 verknüpft ist mit diesem Klartext. Sprich, wenn Sie an der Signatur auch nur ein Bit ändern, ist sie nicht mehr gültig. Ja? Genauso, wenn Sie hier an dem Klartext ein Bit ändern, ist die Signatur auch nicht mehr gültig.
So, ja, das heißt, wenn wir jetzt die 5 durch 100 ersetzen, ist die Signatur nicht mehr gültig, erstens. Zweitens, sehen Sie schon wieder eine wichtige Eigenschaft, jeder muss in der Lage sein, die Gültigkeit der Signatur zu prüfen. Das heißt, wenn Sie jetzt im Laden zahlen mit der gefälschten Münze, dann wird dieser Kassenrechner prüfen, ob die Signatur gültig ist und wird sagen, ungültige Signatur nehme ich nicht an. Dann kommt natürlich jetzt noch eine weitere Eigenschaft dazu und das ist hochinteressant. Jeder soll in der Lage sein, zu prüfen, ob die Signatur gültig ist. Aber nur einer, nämlich die Bank, soll in der Lage sein, diese Signatur zu erzeugen. Weil wenn Sie selber diese Signatur erzeugen könnten, naja, dann könnten Sie ja neue Münzen drucken. Dann drucken Sie sich selber 100 Euro Münzen, so viel Sie wollen, und dann ist das Geld schon wieder kaputt. Also das ist wichtig bei der Signatur. Und da sieht man, das, sowas, das geht dann, da braucht man mathematische Einwegfunktionen. Der eine Weg, nämlich überprüfen, ob die Signatur gültig ist, ist ganz einfach, aber die andere Richtung, die Signatur erzeugen, ist für den, der den Signaturschlüssel nicht hat, beliebig schwierig. Ja? Also da werden wir mathematische Einwegfunktionen brauchen, aber wie gesagt, jetzt erst einmal zu diesem Beispiel. Also wenn wir jetzt eine gute Signatur haben, die Bank erzeugt diese Signatur, ich oder der Ladenbesitzer kann überprüfen, ob die gültig ist und wichtig ist, ich kann hier diesen Betrag nicht ändern, ohne dass das bemerkt wird. So, wunderbar, aber das reicht uns immer noch nicht aus, weil was ich jetzt tue ist, ich kopiere einfach diese Münze. Das ist ja das Leichteste auf meinem PC, die Datei zu kopieren, beliebig oft. Und dann mache ich mir 100 Kopien davon und habe statt 5 Mark, also von meinem Konto werden 5 abgebucht, die Bank schickt mir die Datei, ich mache 100 Kopien davon und dann habe ich tatsächlich 500 Euro. Also ich habe mein Guthaben verhundertfacht und wieder ist der Euro kaputt. Ja? Also das reicht immer noch nicht aus. Ich meine, da sieht man, das ist natürlich, das ist ein Problem, das wir uns jetzt in der digitalen Welt einhandeln. In der realen Welt, Geldscheine, naja, wenn man die auf den Fotokopierer legt, das merkt sofort jeder, wenn ich das billig kopiere. Aber auf dem Computer, der billigste Computer kann eine identische Kopie von so einer Datei herstellen. Also wir müssen jetzt mit anderen Methoden irgendwie das Kopieren verhindern. Ganz einfache Idee, und so wird es auch gemacht, die Bank schreibt nicht nur den Betrag rein in die Datei, sondern die schreibt auch noch eine eindeutige Seriennummer drauf. Jede Münze hat eine eindeutige Seriennummer. Dann wird Betrag und Seriennummer signiert. Das heißt, weder ich noch der Ladenbesitzer, niemand kann hier am Betrag oder an der Seriennummer manipulieren. Ja? So, jetzt versuchen wir den gleichen Betrug nochmal. Das heißt, wir kopieren einfach. Wir erzeugen eine Kopie von der Münze. Aber das wird nicht gut gehen. Warum? Hier bei der Bank, wenn diese Münze, also diese Originalmünze kommt irgendwann zurück zur Bank. Ja? Und dann wird eben dem Konto von dem, der die Münze einreicht, werden 5 D-Mark zugeschrieben. Gut geschrieben. Jetzt sagt, hat aber dieser Betrüger Kopien davon gemacht und sobald die erste Kopie ankommt, wird natürlich der Rechner auf der Bank, der ja sehr schön in seiner Datenbank buchführt, der Rechner, der weiß ja, aha, diese Seriennummer habe ich irgendwann rausgegeben an den Herrn Ertl und jetzt kommt vom, was weiß ich, vom Lidl, bei dem ich eingekauft habe, kommt die Münze zurück zur Bank. Und dann, ein paar Tage später, kommt von irgendeinem Betrüger die Kopie von der Münze auch bei der Bank an, dann wird die Bank sagen, no, das nehme ich nicht an. Die Münze ist schon einmal angekommen und jede Seriennummer darf höchstens einmal ankommen. Das heißt, dann wird natürlich der zweite verhaftet. Das heißt, wenn man jetzt Betrüger ist, muss man einfach schneller sein wie der Lidl. Ja? Dann wird nämlich der Lidl verhaftet. Ja?
Aber klar, wir haben an der Stelle ein Problem. Wir haben ein Problem. Ja, jetzt haben wir eigentlich einen ganz tollen Mechanismus. Wir haben da Seriennummern. Eigentlich ist alles sicher. Also die Bank, die ist jedenfalls auf der sicheren Seite. Die Bank lässt sich damit nicht mehr betrügen. Ja? Aber die beiden Händler oder Kunden, egal wer, die jetzt auf der Bank das Geld gutgeschrieben wollen, einer von den beiden wird verhaftet. Ja? Ich meine, das ist kein so großes Problem, denn das ist genau das Gleiche, wie es heute, oder ganz ähnlich wie es heute ist. Es gibt ja auch Falschgeld auf dem Markt. Wenn Sie sich jetzt von einem Betrüger reinlegen lassen und lassen sich Falschgeld andrehen und Sie gehen mit dem Falschgeld auf die Bank, dann haben Sie ein Problem. Das erste Problem ist, das Geld ist weg. Ja, die Kohle ist einfach weg. Und es ist auch nicht so schön, wenn Sie jetzt 500 Euro haben, die nichts mehr wert sind. Ja? Und das zweite Problem ist, Sie müssen sich vielleicht nur die Frage gefallen lassen, haben Sie vielleicht hier die Blüten erzeugt? Ja? Weiß ich nicht, ist mir noch nie passiert, keine Ahnung, wie das läuft. Aber jedenfalls, was man ja hier gerne hätte, wäre, wir würden gern rausfinden, wer war denn der Betrüger? War der Betrüger oder war der Betrüger? Den hätte man gern verhaftet, den Betrüger. Das können wir übrigens heute auch nicht. Wenn ich mir jetzt Blüten andrehen lasse und gehe mit denen auf die Bank, dann weiß weder ich noch die Bank, wer es war. Also wir haben hier im Prinzip das gleiche Problem, wie wir heute mit dem Bargeld auch haben. Ja? Ich werde Ihnen nachher gleich zeigen, dass es auf der digitalen Welt gibt es eine Lösung für dieses Problem. In der digitalen Welt können wir sogar den Betrüger später verhaften. Wir werden wissen, wer es war. Das geht in der realen Welt mit den Geldscheinen so gut wie nicht. Ja, mit viel Glück und kriminalistischen Methoden vielleicht, aber bei eCash, da sehen wir dann hinterher, wer der Betrüger war. Schauen wir uns nachher an. Erst einmal haben wir ein anderes Problem, das viel elementarer ist und ein echtes Problem darstellt. Und zwar unsere Bank, die diese Münzen rausgibt, die hat natürlich eine Datenbank. Ja? Und zwar, da wird diese Nummer erzeugt und in die Datenbank wird die Seriennummer reingeschrieben, dann das Datum, dann der Kunde, der die Münze gekriegt hat und dessen Kontonummer. Und dann geht ja der Kunde mit der Münze einkaufen, beim Otto-Versand vielleicht online. Ja? Und dann irgendwann kommt diese eCash-Münze im Wert von 50 D-Mark zurück zur Bank. Das heißt, dann eben am 14.02., zwei Tage später, protokolliert die Bank, Geld wieder zurückgekommen, 50 D-Mark und Sie sehen, wunderschönes Kundenprofil können die da aufbauen. Ist doch klasse, die wissen ganz genau, wer wann was wo gekauft hat. Ja? Okay, ich meine, das ist kein Problem, oder? Haben Sie damit ein Problem? Nein, Sie haben keines, weil Sie benutzen täglich Ihre EC-Karte, vermutlich zum Einkaufen und mit der EC-Karte passiert genau das. Ja? Das heißt, der Händler, die Bank, alle können nachvollziehen, wo sie bei wem eingekauft haben und wann und so weiter. Ja? Das ist halt, ich meine, das Schicksal beim elektronischen Zahlungsverkehr. Aber hier geht es um elektronisches Bargeld. Ja? Die Überschrift hieß elektronisches Bargeld. Und das ist was anderes als bargeldloser Zahlungsverkehr. Ja? Überweisungen oder ähnliches. Ja, alles bargeldloser Zahlungsverkehr, aber wir wollen elektronisches Bargeld haben. So, lassen Sie uns mal kurz darüber reden, was Bargeld heißt. Welche Eigenschaften hat denn das Bargeld heute? Ja? Erstens einmal, das ist eher für kleine Beträge. Also wenn ich jetzt ein Haus kaufe für eine halbe Million, dann zahle ich das typischerweise nicht mit Bargeld, ja, weil mir das viel zu gefährlich wäre und zu umständlich und so weiter. Ja? Also kleine Beträge, ich kaufe am Kiosk eine Zeitung oder ein Kaugummi oder ein Eis beim Eiscafé oder sonst was. Das zahlt man mit Bargeld und Bargeld hat die
in den meisten Fällen gute Eigenschaft, dass alles anonym und ohne Spuren abläuft. Das heißt, wenn ich jetzt den Kaugummi gekauft habe, dann kann der halt nicht nachvollziehen, dass ich das war. Der hat ja keine Ahnung, wer das war. Und ich will da auch nicht jetzt überall meine Spuren hinterlassen. Ja, das ist heute schon ein Thema beim Datenschutz. Wir sind ohnehin schon ziemlich stark nachverfolgbar und an der Stelle aber eben nicht. Und genau diese Eigenschaft möchte ich beim elektronischen Bargeld auch haben. Das heißt, dass ich einen kleinen Betrag schnell mal irgendwo bezahlen kann und auch, ich muss auch ehrlich sagen, meine Kontoauszüge, da ist ja alle möglichen Details und um so einen Kontoauszug durchzulesen, das ist schon mal ganz schön viel Arbeit verbunden. Wenn dann jetzt jeder Kaugummi auch noch aufgelistet ist am Kontoauszug und so weiter, na, das will ich einfach nicht haben. Aber wenn wir das jetzt so machen, wo ist das Problem? Das sind die Seriennummern. Die Seriennummern sind das Problem. Ja? Weil die Bank auf die Münze eine Seriennummer draufschreibt, kann die, schauen Sie, hier wird die Münze ausgegeben. Seriennummer, Ausgabe, Kunde und der Betrag steht da natürlich auch schon drin. Ist klar, der wird sofort mit eingeschrieben. Und jetzt kommt irgendwann vom Otto-Versand zwei Tage später genau diese Münze wieder zurück. Und jetzt kann die Bank, und nur die Seriennummer ist es, über die Seriennummer weiß die, ach, das hat ja der Ertl gekriegt, die Münze. Ja? Die Seriennummer erzeugt uns das Problem. Die Seriennummer macht das Ganze zwar sicher. Schauen Sie, warum haben wir die eingebaut? Wie war das nochmal? Hier. Die haben wir eingebaut, dass wir nicht mehr beliebig viele Kopien herstellen können. Das heißt, durch die Seriennummer kriegen wir Sicherheit. Gleichzeitig nimmt uns diese Sicherheit die Anonymität weg. Da sehen Sie übrigens einen wichtigen Zusammenhang, den wir das ganze Semester immer wieder haben wollen. Und der übrigens nicht nur hier, im ganzen Leben, überall gilt der Zusammenhang. Wie soll ich sagen, je sicherer das Leben wird, desto unbequemer wird es. Ja? Nehmen wir ein Beispiel, daheim Ihre Studentenbude. Sie haben in der Studentenbude die wichtigen Skripten vom Ertl oder Löhmann oder sonst jemand und haben Angst, dass die geklaut werden. Dann schließen Sie natürlich die Türe ab. Ja? Aber ist es sicher? Ha nö, ich meine, wenn jetzt jemand wirklich scharf ist auf diese coolen Skripten, dann wird er Ihre Tür aufbrechen. Also was machen Sie? Sie bringen natürlich drei Zusatzschlösser an und einen Sperrriegel und machen die Tür aus Stahl und so weiter. Und dann werden die Skripten nicht mehr geklaut. Natürlich werden die noch geklaut, weil der Einbrecher, der schlägt halt das Fenster ein. Also, da muss wirklich ein Stahlgitter an das Fenster dran. Ja, und dann kommt er mit der Eisensäge, also gehärteter Stahl oder was weiß ich. Ja? Am besten wäre es, ich empfehle Ihnen wirklich, gehen Sie raus aus dem Studentenwohnheim und lassen Sie sich einen Atombunker mit 4 Meter dicken Betonwänden 100 Meter unter der Erde bauen. Natürlich brauchen Sie für die Eingangskontrolle mindestens 10 Leute an so dicken Betontüren und so weiter. Dann können Sie sicher sein, dass Ihre Skripten nicht mehr geklaut werden. Ziemlich sicher sein. Ja? Wer weiß, vielleicht werden ja die ganzen Wärter bestochen und dann kommt doch noch einer rein wieder. Also wenn Sie wirklich sicher leben wollen, führt nichts am Atombunker mit einer ganzen Armee von Sicherheitsleuten vorbei. Ja? Wenn Ihnen die Skripten so viel wert sind, dann müssen Sie das machen. Aber diesen Zusammenhang, den haben wir einfach. Je mehr Sicherheit, desto mehr kostet mich das. Ja? Da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen, und wir von uns Informatikern, der Normalbürger, der naive Normalbürger, erwartet von uns Informatikern absolute Sicherheit für 0 Kosten. Ja? Und das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das ist eine der Basic-Botschaften hier in der Vorlesung. Wie überall im realen Leben, ich meine übrigens hier in der Informatik ist trotz allem alles viel, viel billiger als im realen Leben. Also wir machen unsere digitalen Signaturen und alles super sicher für fast 0 Kosten. Also, aber Kosten sind ja nicht bloß Geld. Ich meine, wenn Sie PGP installieren, das kostet gar nichts. Aber Sie müssen erst einmal das Zeug verstehen, Sie müssen die Software sich holen, das richtige Betriebssystem, das sicher ist. Sie müssen jedes Mal, wenn Sie die E-Mail abschicken,
signieren, das kostet sie ein paar Sekunden, kostet Sekunden. Ja, es ist halt ein bisschen unbequemer. Sicherheit macht das Leben unbequem. Und das muss jeder für sich persönlich entscheiden, will ich jetzt Spaß haben oder Sicherheit? Wenn ich 100% Spaß und 100% Sicherheit haben will, das geht nicht. Ja? Ich muss ehrlich sagen, das Wohnen im Atombunker 100 Meter unter der Erde mit Sicherheitsarmee hat mit Spaß nicht viel zu tun. Ja? Das hat viel mit Sicherheit zu tun. Spaß ist, wenn ich alles cool habe und wenn ich nicht einmal die Tür abschließen muss. Aber dann habe ich halt null Sicherheit. Ja? Okay, und den Zusammenhang, den sehen wir natürlich hier auch. Ja? Das heißt, durch die Sicherheit, die wir da haben, diese Kopiersicherheit, handeln wir uns halt diesen Ärger ein, dass die Bank uns überwachen kann und das Leben wird an der Stelle ein bisschen unbequemer. Ja? Wieso macht man die Seriennummer nicht anonym? Also genau, werden wir gleich machen. Ja? Werden wir sofort tun. Sehr guter Vorschlag. Wir werden genau anonyme oder blinde Signaturen jetzt einführen. So. Und zwar, also, Sie haben das genau richtig erkannt. Das Problem ist ja, dass die Bank die Seriennummer draufschreibt auf die eCash-Münze. Und weil die Bank die Seriennummer draufschreibt und hier in dieser Datenbank mitprotokolliert, weiß die später, von wem die Münze kam. Also erlauben wir das der Bank nicht mehr. Jetzt machen wir was ganz Freches. Hier, das ist mein PC. Auf meinem PC gehe ich her und ich schreibe drauf 5 D-Mark und erzeuge mir zufällig, ich nehme wirklich einen Zufallszahlengenerator und erzeuge mir zufällig so eine, naja, Seriennummer kann man immer sagen, eine Nummer. Ja? Und jetzt gehe ich her, also vergessen Sie mal das, was da drauf steht. Wir machen erst das einfachere Verfahren. Ich erzeuge diese Münze und jetzt packe ich die ein in einen Briefumschlag und klebe den zu, der wird versiegelt. Also jetzt nicht elektronisch, sondern richtig, physikalisch. Diese Münze ist quasi ein Scheck. Ein Scheck, auf den schreibe ich drauf, 5 D-Mark und ich schreibe eine zufällige Nummer drauf, die würfel ich aus. Zugeklebt, versiegelt, schicke ich das an die Bank. Und was die Bank jetzt tut, die Bank, die signiert diese Münze. Und zwar, die Bank, die hat so einen richtig schweren Stahlstempel, der drückt durch den Briefumschlag das Siegel der Bank drauf. Dazu, also technisch muss ich das halt so machen jetzt, in den Briefumschlag kommt erst mein Scheckformular rein und drüber lege ich noch ein Kohlepapier. Ja? Sodass, wenn die Bank mit ihrem schweren Stahlstempel da drauf haut, dann wird durch das Kohlepapier dieser wunderbare Stempel der Bank, der sehr fälschungssicher ist, dann da drauf gestempelt. Okay, und dann kommt das Ganze zurück zu mir und ich packe jetzt diesen Scheck raus aus dem Briefumschlag. Ich nehme ihn raus aus dem Briefumschlag und was habe ich? Betrag, Seriennummer und Signatur der Bank. Und damit kann ich jetzt einkaufen gehen. Warum dieses komische Verfahren? Weil jetzt hat die Bank signiert, aber sie weiß die Seriennummer nicht. Die Bank kennt meine Seriennummer nicht. Das heißt, wenn diese Münze zurückkommt irgendwann vom Händler zur Bank, dann wissen die nicht mehr, wer die irgendwann einmal abgeholt hat. Okay, aber jetzt haben wir uns natürlich mit dem Verfahren ein neues Problem angehandelt. Nämlich welches? Wir haben das Problem, dass keine Bank dieses Verfahren mitmachen wird. Warum nicht? Ja, wir haben ja gesagt, dass die Signatur abhängt von dem Betrag und der Seriennummer. Ja. Und das ist ja unabhängig jetzt. Also ich kann das jetzt ja wieder abändern, theoretisch. Hinterher nicht mehr. Also tatsächlich ist es schon so. Ich meine, das ist jetzt, also auch bei unserer Papiervariante haben Sie recht. Ja? Aber elektronisch gibt es Verfahren, die dann wirklich den Zusammenhang herstellen. Ah, doch, bei der Papiervariante auch. Der Zusammenhang ist schon da, weil die Signatur ist
das ist übrigens wichtig, bei klassischen Unterschriften, wie kommt denn der Zusammenhang zwischen dem Dokument und der Unterschrift? Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei der digitalen Signatur, wenn ich da was abändere, ist die nicht mehr gültig. Wie ist denn das bei der handgeschriebenen Signatur? Wie ist da die Verbindung zwischen Signatur und dem Mietvertrag? So ist es. Physikalisch ist auf dem gleichen Zettel die Unterschrift. Da, ich meine, da sehen Sie natürlich auch das Problem, wenn der Mietvertrag aus 7 Seiten besteht und Sie unterschreiben auf der letzten Seite, dann kann man die alle ersten 6 Seiten beliebig austauschen und niemand merkt es. Ja? Was macht man deswegen bei den Mietverträgen, um das zu verhindern? Es gibt auch verschiedene Methoden. Ja? Mieter und Vermieter. Genau. Wenn der Mieter was ändert, dann weiß es der Vermieter. So ist es. Also wenn der Mieter was ändert und der Vermieter hat das ungeänderte Original, am Ende geht es natürlich vor Gericht. Ja? Aber der Mieter hat natürlich ein Problem, wenn der Vermieter kommt und sagt, aber bei mir steht was anderes drin. Dann hat der Mieter ein Problem, vielleicht der Vermieter auch. Und dann ist die Frage, wem glaubt der Richter und so weiter. Ja? Das kann man natürlich noch sicherer machen, indem man sagt, okay, aber bei meinen Mietverträgen muss der Vermieter und der Mieter auf jedem Blatt unterschreiben. Ja? Das ist auch nicht perfekt sicher, da kann ich auch noch was reinmalen und dann sagt der andere, bei mir ist es nicht drin und wer hat dann recht? Wie kann man es noch verbessern? Zum Notar gehen. Notariell beglaubigter Mietvertrag. Das ist dann schon eine ziemlich sichere Sache, weil da hat nämlich der Notar in seinem Schrank, in seinem Tresor, auch noch eine Kopie vom Mietvertrag und der Richter wird dann zum Notar gehen und sagen, los, jetzt zeig mal, was steht denn da wirklich drauf. Ja? Das ist natürlich, dann Sie sehen, da haben wir viel Sicherheit, aber viel Aufwand, es ist teuer, der Notar will Geld haben. Ja. Okay, so, jetzt wo waren wir hier, was war denn da jetzt die Frage nochmal? Ach so, warum würde die Bank das nicht mitmachen? Warum würde die Bank das nicht mitmachen? Ja? Die Bank wüsste ja nicht, wie viel Geld wir in unserem Umschlag haben. So ist es. Ich würde natürlich sofort die Bank betrügen. Ich würde der Bank sagen, hier hast du eine 5-D-Mark-Münze, bitte signieren. Tatsächlich schreibe ich 500 drauf. Ja? Und dann habe ich 500 Mark. Und ja, die Bank ist der Dumme. Bei mir werden nur 5 Mark abgebucht, aber tatsächlich kann ich 500 ausgeben. Also die Bank würde das nicht mitmachen. Und deswegen machen wir das folgendermaßen. Mein PC erzeugt jetzt, wenn ich eine Münze will, erzeugt der PC gleich 100 Stück. Ist ja kein Problem für den. 100 Kopien, aber nicht identische Kopien, sondern 100 Mal schreibt der PC 5 D-Mark drauf und jedes Mal eine andere zufällige Seriennummer. Und jedes wird in einen Umschlag gepackt. Und die 100 Umschläge gehen an die Bank. Und jetzt geht die Bank her und öffnet 99 von den 100 Umschlägen. Damit ist natürlich das Siegel kaputt und die Münze nichts mehr wert. Und deswegen wandern die alle, die 99 Stück, alle in den Müll. Aber bevor die in den Müll wandern, was macht die Bank da damit? Sie prüft, dass überall der gleiche Betrag ist, ja. Sie davon ausgehen, dass im letzten Ort. Genau, sehr gut. Die schaut, ob überall 5 D-Mark draufsteht. Und wenn das so ist, dann glaubt die Bank, dass bei der 100. Münze auch noch 5 D-Mark draufsteht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass gerade auf der 100. Münze ich betrogen habe, ist 1 zu 100, ist ein Hundertstel. Ja? Also in einem von 100 Fällen würde dieser Betrug gut gehen. Frage? Wird dann jedes Mal, wenn betrogen wird, irgendwie das vermerkt und dann nach dem dritten Mal wird er dann von der Bank rausgeschmissen? Lassen Sie uns gleich noch darüber sprechen, was passiert im Betrugsfall. Okay, aber ich möchte erst nur das Verfahren kurz fertig machen. Also, 99 wandern in den Müll und ein Umschlag ist nicht geöffnet worden. Und jetzt vertraut die Bank und sagt, zack, den signieren wir blind zurück an den Kunden und dann kann ich damit einkaufen gehen. Und natürlich wird vorher von meinem Konto, also quasi in dem Moment, wird von meinem Konto diese 5 D-Mark abgebucht. So. Soweit erstmal klar?
Jetzt zurück zu Ihrer Frage. Was passiert im Betrugsfall? Also ich habe, als ich angefangen habe, das zu lehren, habe ich immer gesagt, ja, ist doch ganz einfach. Die Bank, die zeigt mich an und dann gibt es Strafe, ich komme ins Gefängnis, keine Ahnung, irgendwas. Ja? Der Herr Löhmann, als der das dann irgendwann mal gemacht hat, hat gesagt, du, das muss ja gar nicht sein, wir brauchen gar kein Gefängnis. Weil an den Betrügern wird die Bank nämlich reich. Und zwar, die Bank, die macht einfach Folgendes. Die packt hier 99 Münzen aus und die bucht vom Konto des Kunden den maximalen ausgepackten Betrag ab. Also wenn jetzt von den 100 Münzen eine mit 500 Euro ist, dann buchen die von meinem Konto 500 Euro ab und signieren die übrige. Für mich ist das ein schlechtes Geschäft, weil ich bin 500 Euro los und kriege 5 Euro signiert. Und im Mittel muss ich das übrigens 100 Mal probieren, bis ich erfolgreich bin. Das heißt, 99 Mal werden mir 500 Euro abgebucht und ich kriege nur 5 Euro. Und erst beim 100. Mal mache ich den Gewinn. Das heißt, die Bank, die verdient 100 Mal mehr als ich bei dem Betrug. Also wir brauchen keine Polizei, gar nichts. Die Bank muss bloß den Algorithmus so ändern, sie bucht den maximalen hier gefundenen Betrag bei mir ab und signiert dann blind. Und dann macht die Bank ein sehr gutes Geschäft mit all denen, die regelmäßig betrügen wollen. Okay, also das heißt, die Banken, die machen damit, die sind im Betrugsfall sogar die Nettoverdiener. Ist übrigens nicht nur im Betrugsfall, ich meine, sie kriegen ja die ganze Euro-Krise und so weiter mit. Die großen Gewinner an der ganzen Euro-Krise sind die Banken. Ja, die wissen schon, wie man es macht. Also keine Sorge, die kümmern sich darum, dass sie immer die Gewinner sind. Auch hier wären die Banken der Gewinner. Da habe ich auch nichts dagegen. Ich meine, wer betrügt, der soll bestraft werden. Okay, das ist natürlich hier jetzt die spannende Frage, ja, wie kriege ich das jetzt digital hin mit diesem verdeckten Briefumschlag und so weiter, also dieses blinde Signieren, ja, das werden wir sehen, wir werden ein Protokoll sehen, wie wir mit Public Key Verfahren blind signieren können. Und zwar diese Protokolle, die gehen alle zurück an einen Herrn David Schaum, ein holländischer Kryptologe, der, oh, das ist schon lange her, das ist mindestens 15 Jahre, schätze ich etwa, her, hat er diese Verfahren und Protokolle entwickelt. Richtig geniale Protokolle. Leider werden die bis heute nirgends eingesetzt. Also so ein E-Cache, wie er das da vorgeschlagen hat, gibt es bis heute nicht. Und der Grund ist der, ja, der Grund sind die Banken. Die Banken, die hatten dann Sicherheitsbedenken bei so einem. Also das, was ich hier beschreibe, das wäre quasi ein vollwertiges elektronisches Bargeld mit allen Eigenschaften. Wir haben ja jetzt alle Probleme beseitigt. Wir haben sogar die Anonymität und so weiter. Und es wurde auch in Großbritannien und Australien so ein System vorgeschlagen, das sogenannte Mondex-System, was all diese Features drin hat. Das ist auch wirklich praktisch umgesetzt worden. Es gab elektronische Münzen, es gab elektronische Wallets, das ist so ein Gerät, das ähnlich aussieht wie ein Taschenrechner, da also quasi eine elektronische Geldbörse, da wurden die Dinger gespeichert, da konnte man von einem Wallet auf das nächste bezahlen, ist in Pilotstudien ausprobiert worden an diversen Universitäten, hat auch funktioniert, trotzdem hatten die Muffe. Ja. Und das Problem war das, mit so einem System, da haben wir hier die Bank und jetzt kann die Münze an einen Kunden gehen. Ja? Der Kunde geht mit der Münze zum Laden und zahlt da. Dieser Ladenbesitzer, der kauft vielleicht wieder Produkte ein beim anderen Laden
Und der zahlt vielleicht wieder an irgendeine Privatperson was. Und der will jetzt vielleicht die Münze seinem Konto auf der Bank gutschreiben lassen. Das ist natürlich ein richtig cooles System, wie das richtige Bargeld. Das Geld kann ganz viele Sprünge machen. Da gibt es also Statistiken, wie lang, wenn die Bank eine Münze ausgibt, wie viele Sprünge macht die im Mittel, bis sie wieder zurückkommt zur Bank. Ich weiß die Zahlen nicht auswendig, aber es können jedenfalls viele sein. Es kann auch wirklich 100 Sprünge machen, über Jahre gehen, bis das irgendwann wieder bei der Bank ankommt. Und da hatten die Muffe. Da haben die gesagt, das ist uns zu gefährlich. Wer weiß, was da alles passieren könnte. Vielleicht kommt jemand doch irgendwie auf einen Trick irgendwann, wie man Münzen kopiert. Und dann merkt niemand was davon und auf einen Schlag ist die ganze Währung kaputt. Da hatten die einfach zu viel Angst davor. Deswegen gibt es solche Systeme in der Praxis bis heute nicht. Und ich meine, diese Gefahr, das muss man schon sehen, wenn da betrogen wird, dann ist ruckzuck eine ganze Währung kaputt, auf einen Schlag. Ja? Also das ist, ich meine, diese Währungssysteme, die haben da nicht viel Luft. Es ist zum Beispiel heute so, wenn in Deutschland, sagen wir 10% der Bevölkerung Panik kriegen und sagen, oh, Währungskrise, meine Sparkonten sind nicht mehr sicher. Wenn 10% der Deutschen auf die Bank gehen und sagen, ich will mein Sparbüchle auflösen, dann ist sofort der Euro kaputt. Dann ist der Euro auf einen Schlag kaputt, weil die Banken nicht so viel Kohle haben. Die haben nicht so viel Kohle zur Verfügung. Also Vorsicht, da muss man echt aufpassen. Und deswegen verstehe ich das auch, dass die Banken an der Stelle sehr vorsichtig sind. Okay, gut. Das war es eigentlich dazu. Gibt es da jetzt noch Fragen zu diesem einführenden Beispiel? Wie gesagt, jetzt werden wir ein Semester lang Kryptographie machen und am Ende vom Semester verstehen wir hoffentlich, was da drin steckt. Okay, ein paar Grundlagen, Terminologie, da wollen wir jetzt relativ flott drüber gehen. Kryptographie, da geht es um Verschlüsseln von Nachrichten. Ja? Dann zerlegt sich dieses Wort nochmal in zwei Begriffe, Kryptanalyse und Kryptologie. Andersrum. Das ist das Verschlüsseln, Kryptanalyse ist das Knacken von Nachrichten und Kryptologie ist beides miteinander. Also so definiere ich das und manche anderen Leute auch. Es gibt auch wieder Leute, die es ein bisschen anders sehen. Aber wie gesagt, Kryptologie ist für mich die Vereinigung von Kryptographie und Kryptanalyse. Ja? So, dann wichtig wird im Folgenden immer sein, weil wir ja irgendwelche Zeichenketten benutzen, um unsere Nachrichten zu schreiben und so weiter. Das Ganze basiert immer auf einem Alphabet. Zum Beispiel könnten das jetzt ASCII-Zeichen sein. Ne? Wichtig ist, ganz, ganz wichtig, eine endliche Zeichenmenge. Endliche Zeichenmenge. Ne? Und N ist typischerweise dann die Mächtigkeit des Alphabets. Also bei ASCII wäre das jetzt 256 zum Beispiel. Dann haben wir Klartexte, ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Dann gibt es Geheimtexte oder auch Chiffretexte und Schlüssel. Ja? Und all das, Klartext, Chiffretext, Schlüssel, sind immer Zeichenketten. So, dann Verschlüsselung oder Chiffrierung, ist klar, da geht es darum, Nachrichten unverständlich zu machen. Und eine Chiffre, wir benutzen immer das Zeichen E, das kommt von Encryption, ist eine, und jetzt wird es interessant und wichtig, invertierbare, das heißt eine umkehrbare Abbildung, die aus dem Klartext M und einem Schlüssel K den Geheimtext C erzeugt. Ja? Warum muss die invertierbar sein, so eine Chiffre? Man muss ja, wenn ich jetzt einen verschlüsselten Text habe, also die Signatur auf die E-Cash münze, da kann ja irgendjemand irgendwas reinschreiben und die Bank weiß selber nicht mehr, ob es richtig ist. Und wenn er invertierbar ist, kann die Bank ja prüfen, ob er von ihr stammt zum Beispiel. Naja, das ist gerade jetzt nicht so ein gutes Beispiel mit der digitalen Signatur. Ja? Weil da ist es nicht unbedingt notwendig, dass ich aus der Signatur
wieder den Klartext bestimmen kann. Und das kann man auch tatsächlich gar nicht. In der Praxis sind die Signaturen so beschaffen, dass sie nicht invertierbar sind. Aber hier reden wir auch nicht über Signatur, sondern über Verschlüsselung. Bei der Verschlüsselung, da will ich die Invertierbarkeit haben. Warum? Also ist ganz trivial. Klar, ich meine, Sie wollen doch jetzt Ihrer Freundin einen geheimen Liebesbrief nach Neuseeland schicken. Ja? Und wenn die Verschlüsselung nicht invertierbar ist, dann kommt das Ding zwar bei ihr an, aber sie kann es nicht lesen. Ja? Und also das ist der eigentliche Sinn von Verschlüsselung, dass man es hinterher wieder auspacken kann. Also muss die Abbildung umkehrbar sein. Okay. Genau, und diese Umkehrung, das ist die Entschlüsselung, die wird dann mit D von Decryption bezeichnet und dann gibt es natürlich diese triviale Gleichung hier, nämlich D von E von M gleich M. E ist die Verschlüsselung, also die Funktion wende ich auf meinen Klartext an. Dann, also das, was hier rauskommt, ist jetzt unlesbarer Kauderwelsch. Darauf wende ich meine Entschlüsselungsfunktion an und dann muss wieder der Klartext rauskommen. Also das ist trivial. Das ist genau diese ganz wichtige Eigenschaft von jeder Verschlüsselung. Wenn die Eigenschaft nicht erfüllt ist, haben wir ein Problem. Weil dann können wir nämlich die Geheimtexte nicht mehr auspacken. Ich meine, hier ist natürlich wichtig, ich will ja so verschlüsseln, dass ein Angreifer das Ding nicht knacken kann. Aber dass derjenige, der den Schlüssel hat, der soll es natürlich wieder auspacken können. Also der Schlüssel spielt natürlich auch eine Rolle, werden wir gleich sehen. Okay, Geheimhaltung, Authentifizierung oder Authentifikation, das ist wichtig, das ist ein Identitätsbeweis des Senders einer Nachricht gegenüber dem Empfänger. Muss nicht unbedingt wie immer eine Nachricht sein. Authentifikation ist auch, wenn ich Zugang zu einem Gebäude haben will, mit einer irgendwie Identitätskarte oder sowas. Ja? Oder wenn ich mich einlogge auf meinem Rechner, das ist Authentifikation. Ich beweise dem Rechner, dass ich berechtigt bin. Integrität, Unveränderbarkeit einer Nachricht, ist ja auch wichtig. Ich schicke eine Nachricht an jemanden, ich will vielleicht gar nicht verschlüsseln, aber ich will sicher sein, dass das, was ich hier abschicke, genau das soll ankommen. Verbindlichkeit, ja, da haben wir vorhin schon drüber geredet, Mietvertrag und so weiter. Oder hier Kaufvertrag für die Waschmaschine. Wenn ich den unterschrieben habe, dann muss ich hinterher auch bezahlen. Da kann ich nicht mehr sagen, nö, das war ich gar nicht oder ich will nicht oder sowas. Da merkt man auch, das hat sehr viel mit Identität zu tun. Wenn ich eine digitale Signatur mache, die ist verbindlich und das heißt, da muss ich bezahlen. Und wenn diese Identität meiner Signatur jemand anders hat, dann habe ich ein Problem, weil dann kann jeder für mich Waschmaschinen bestellen und ich muss bezahlen. Okay, kryptografische Algorithmen. Naja, was ein Algorithmus ist, muss ich Ihnen als Informatiker nicht erzählen. Wichtig ist jetzt beim kryptografischen Algorithmus zum Verschlüsseln, also E, und jetzt noch Index K. K ist der Schlüssel. Also der spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, für meine Verschlüsselungsfunktion, da gibt es zwei Inputs. Erstens den Klartext und zweitens den Schlüssel. Und den schreibt man typischerweise als Index mit dazu, also EK von M gleich C. Und DK von C, also dieser Chiffretext, der wird jetzt mit dem gleichen Schlüssel ausgepackt und es kommt der Klartext wieder raus. Und hier haben wir jetzt wieder diese Gleichung bezüglich der Invertierbarkeit, DK von EK von M gleich M. Okay. So, ja, und das waren jetzt symmetrische Algorithmen. Symmetrisch deswegen, weil ich zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln den gleichen Schlüssel verwende. Jetzt gibt es auch asymmetrische Algorithmen und die werden ganz wichtig sein, weil die Public-Key-Algorithmen sind alles asymmetrische. Mit dem ersten Schlüssel wird verschlüsselt, mit dem zweiten, das ist ein anderer, wird entschlüsselt und dann muss natürlich diese Gleichung gelten. So. Ja, dann unterscheiden wir noch zwischen Stromchiffren und Blockchiffren. In der Welt der Informatik ist die Zeichenmenge einfach oft Bits, ja, binär. Meine Daten, die sind binär kodiert und eine Stromchiffre auf der binären Ebene,
Da wird ein Bit verschlüsselt, dann wird das nächste Bit verschlüsselt und so weiter. Ja? Also es ist wirklich wie ein Strom von Bits und ein Bit nach dem anderen wird verschlüsselt. Und das heißt aber auch, dass die Verschlüsselung eines Bits quasi unabhängig von der Verschlüsselung der anderen Bits ist. Ja? Die werden nacheinander verschlüsselt. Bei den Blockchiffren ist es anders. Da wird immer ein Bit-Block, zum Beispiel 64 Bit am Stück, verschlüsselt und erzeugt jetzt einen neuen 64-Bit-Block. Die modernen symmetrischen Chiffren sind praktisch alles Blockchiffren. Okay, Kryptosystem ist Algorithmus plus Schlüssel plus verschlüsselte Nachricht, da steckt alles mit drin. Ja, genau. Jetzt Nachteile der Geheimhaltung eines Algorithmus. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, ich meine, Verschlüsseln hat ja was mit Geheimhaltung zu tun. Ich möchte nicht, dass ein Angreifer die Nachrichten knacken kann. Okay? Das heißt, dieser Schlüssel, mit dem ich verschlüssle, und der Algorithmus sollten möglichst geheim sein, sodass der Angreifer keine Chance hat, meine Nachrichten irgendwie wieder auszupacken. Aber wenn wir das wirklich so machen, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt hysterisch oder ich habe wirklich ganz wichtige Sachen, die ich extrem schützen will, was mache ich? Ich hole mir erst einmal die besten Mathematiker, die es in Deutschland gibt und lasse die ganz coole Algorithmen erfinden. Und mit denen verschlüssel ich jetzt meine Daten und dann hat keiner eine Chance, die zu knacken. Ja? Erstens, weil niemand den Algorithmus kennt und zweitens kennt den Schlüssel niemand. Ja? So, das heißt, wenn so irgendeiner an meinen Schlüssel rankommt, kann er es immer noch nicht knacken, weil er den Algorithmus gar nicht kennt. Also Algorithmus geheim halten, Schlüssel geheim halten, dann bin ich absolut sicher. Nein. Das ist falsch. Jetzt habe ich sie nämlich gerade reingelegt. Das darf man niemals tun. Sondern was sie tun müssen ist Open Source. Open Source. Der Algorithmus muss öffentlich bekannt sein für jedermann. Absolut wichtig. Wenn sie das nicht beachten als Kryptologe, dann werden sie auf die Nase fallen. Habe ich übrigens gestern Abend den Leuten in Berlin von der Bundesdruckerei sofort gefragt, wie schaut es mit Offenlegung der Algorithmen aus? Und ja, die Antwort war so halb gut. Ja, dann hat er gesagt, ja, wir arbeiten zusammen mit der Humboldt-Universität in Berlin und mit dem Hasso-Plattner-Institut. Mir ist es noch zu wenig. Was die machen müssten, wäre alle Algorithmen Open Source offenlegen. Auf der Webseite den Source Code und natürlich die Executables für jedermann, das heißt für jeden möglichen Angreifer zur Verfügung stellen. Ja? Ich meine, alle die, die in der Open-Source-Welt unterwegs sind, und ich denke, das sind Sie alle als Informatiker, jedenfalls wissen Sie Bescheid. Was ist denn der große Vorteil von Open-Source? Vergessen Sie mal die Kryptographie. Was ist der große Vorteil von Open-Source? Hat auch Nachteile, aber was ist der große Vorteil? Jeder eigentlich den Code hat. Und nachgucken kann, ob das Team versichern kann, dass die Sache auch wirklich so funktioniert. Genau, so ist es. So ist es. Jeder kann überprüfen, ob das wirklich das ist, was ich haben will. Ja? Ob das sicher genug ist. Ja? Natürlich weiß dann auch jeder, wie der Algorithmus funktioniert. Und jeder kennt die Schwachstellen von dem Algorithmus, das heißt, es ist vielleicht einfacher, den zu knacken. Wenn da jeder den Source Code kennt, ist ja klar. Aber der große Vorteil, und das ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn ich den Algorithmus öffentlich bekannt gebe, und zwar bevor er eingesetzt wird, und vielleicht sogar die Welt nur ein bisschen provoziere und sage, schaut her, hier haben wir den besten Verschlüsselungsalgorithmus aller Zeiten. Und dann kommt der Adi Shamir. Das ist nämlich ein Israeli, ein genialer Mathematiker, der nichts anderes tut, als Tag und Nacht Algorithmen knacken. Ja, der und sein Institut, das sind die besten Knacker weltweit. Die muss man provozieren
Und dann versuchen die, den Algorithmus zu knacken. Das heißt, da muss man natürlich noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und wenn dann von denen ein Paper publiziert wird, wir haben keine Chance, das Ding zu knacken, und viele andere auch noch weltweit, dann wächst so langsam mein Vertrauen, hey, da habe ich doch was Cooles erfunden. Aber es kann auch das Gegenteil passieren. Adi Shamir guckt da mal scharf drauf und setzt einen Studenten an für 2 Wochen und schon ist das Ding geknackt. Ja? Aber dann ist er auch gut, weil dann weiß ich, oh, das verwende ich besser nicht. Ja? Das heißt, Sicherheit in der Kryptographie kriege ich nur durch Offenlegung des Source Code. Das hat man schmerzlich gelernt an vielen Beispielen in der Vergangenheit. Große, bekannte Firmen, warten Sie, ich habe doch da so Beispiele drauf. Hier zum Beispiel. Das ist ein Artikel aus der CT von 1999, sorry, ich müsste mal wieder neuere Sachen da suchen. Aber die gibt es jetzt auch nicht mehr so viel, weil da haben viele schmerzhaft daraus gelernt. Dieser GSM-Handy-Verschlüsselungscode, der war ganz leicht zu knacken. Warum? Weil diese Firma, die hat sich selber einen Algorithmus überlegt, hat den implementiert und halt nicht viel genug geprüft, getestet, angegriffen. Und dann gab es einen leichten Angriff. Ja. Oder ein anderes Beispiel, waren Sie? Hier, Netscape. Weiß ich gar nicht, ob Ihnen das noch was sagt. Netscape war einer der ersten Webbrowser, die es gab. Ja. Und in diesem Webbrowser, da war ein Verschlüsselungsalgorithmus drin und der war super einfach. Der war so einfach, den konnte man knacken, indem man, wenn man A und B als Passwort nimmt und dann den Chiffretext von dem Passwort anschaut, dann sieht man schon Gemeinsamkeiten und ist ganz leicht geknackt worden. Ja. Sowas ist einfach super peinlich, wenn sowas passiert. Ich meine, die hatten wohl einen schlechten Kryptologen, aber wenn die den gezwungen hätten, das Zeug Open Source zu stellen, dann wäre das Ding sofort geknackt worden und es wäre nie passiert. Ja. Okay, und deswegen, das hat übrigens im 19. Jahrhundert der Herr Kerckhoffs schon gefordert, die Sicherheit eines Verschlüsselungsverfahrens darf nur von der Geheimhaltung des Schlüssels abhängen, nicht jedoch von der Geheimhaltung des Algorithmus. Extrem wichtig, denn sonst fallen sie auf die Schnauze und blamieren sich und verlieren eventuell natürlich auch viel Geld dabei. Okay, und das nennt man dann starke Kryptographie, wenn man solche Verfahren anwendet. Zum Beispiel der Data Encryption Standard, den wir noch sehen werden, da hat bei der Entwicklung des Algorithmus die NSA mitgewirkt. NSA ist der amerikanische Kryptogeheimdienst und die haben da eine undurchschaubare Rolle gespielt bei der Entwicklung und das wurde nie richtig offengelegt, wie das genau ablief. Und dann hatten in der Folge ganz viele Institutionen immer Vorbehalte gegenüber DES. Daraus hat man gelernt, bei dem Nachfolgealgorithmus AES hat man in vorbildlicher Weise 5 Jahre lang, gab es jedes Jahr eine Konferenz, wo man die Welt aufgefordert hat, die Algorithmen zu knacken und so weiter. Nach diesen 5 Jahren konnte man sehr sicher sein, AES ist ein Verfahren, alles offengelegt, alles sicher. Und da hat die Welt auch wirklich Vertrauen. Okay, gut. Ja, okay. Kryptografische Protokolle. Wir unterscheiden zwischen Algorithmen und Protokollen. Algorithmen ist quasi Low Level. Das ist quasi der Maschinencode oder hier ist es die Mathematik. Wenn ich jetzt irgendwelche Blöcke verschlüsseln will, dann wird ein mathematisches Verfahren darauf angewendet und dann habe ich was Verschlüsseltes. Okay, jetzt habe ich einen Verschlüsselungsalgorithmus. Diesen Verschlüsselungsalgorithmus kann ich jetzt anwenden zum Verschlüsseln, den kann ich vielleicht anwenden, um die Integrität von Nachrichten sicherzustellen, den kann ich vielleicht auch anwenden zum Signieren, den kann ich vielleicht auch anwenden, um E-Cache damit sicher zu machen. Das ist dann die nächsthöhere Ebene, also was mache ich mit dem Algorithmus und da geht es dann auf die Protokollebene. Okay, und jetzt zeige ich Ihnen gleich mal, wie Public-Key-Verfahren funktionieren, weil das ist der wichtig, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das könnten wir jetzt auch noch mit einem Normalbürger machen,
Und eigentlich muss, wenn wir dann einmal digitale Signaturen haben, muss das, was wir jetzt machen, auf dieser und der nächsten Folie, muss jeder verstanden haben. Ja? Und zwar, wir haben jetzt ein asymmetrisches Verfahren. Ja? Und das heißt, jede Person, die jetzt verschlüsseln will, besitzt zwei persönliche Schlüssel, nämlich einen geheimen Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Also die Alice, die möchte jetzt hier ihre Nachricht M verschlüsseln. Und dazu hat sie einen Public Key und einen Secret Key. Und der Bob genauso. Ja? Der Bob ist der Empfänger von der Nachricht, der hat einen Public Key und einen Secret Key. Und zwar PB ist der Public Key von Bob und SB ist der Secret Key von Bob. Und jetzt macht die Alice Folgendes. Sie nimmt den Public Key von Bob und verschlüsselt damit die Nachricht. Das heißt, dieses Ding hier, das ist jetzt der Kauderwelsch, der über den unsicheren Kanal übertragen wird. Und der Bob, der nimmt jetzt seinen Secret Key her und packt die Nachricht aus. Das ist das wichtige Prinzip von den Public Key Algorithmen. Und ich meine, diese beiden Schlüssel heißen nicht umsonst öffentlicher und geheimer Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel von Bob, der ist frei zugänglich für jedermann. Den kann die Alice runterladen auf irgendeinem Key-Server. Ja, und jeder andere auch. Und da muss man sich natürlich jetzt schon fragen, was soll denn das? Das ist doch ein Unsinn. Was soll denn das? Jetzt verschlüsselt die Nachricht, die an den Bob gehen soll, mit einem Schlüssel, den jeder runterladen kann. Warum ist das jetzt trotzdem sicher? Oder warum kann das sicher sein, wenn man es richtig macht? Ja? Das ist ja asymmetrisch. Das bedeutet, jemand anderes könnte mit dem Public Key die Nachricht nicht entschlüsseln. Wichtig, genau. Und das ist der Punkt. Entschlüsseln, oder sagen wir so, das ganze Verfahren muss so gestrickt sein, dass das nicht geht, mit dem öffentlichen Schlüssel die Umkehrfunktion zu bewerkstelligen. Das ist wichtig. Ja? Eine Chiffre muss ja invertierbar sein. Das heißt, verschlüsselt wird mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob, entschlüsselt wird mit dem geheimen Schlüssel. Ja? Also das heißt, und übrigens, gerade eben haben wir über Open Source geredet. Der Quellcode für Ver- und Entschlüsselungsalgorithmen ist alles offen. Jeder kann den Algorithmus anwenden. Das heißt, jeder kann diese Funktion E anwenden und diese Funktion D. Aber E hängt von dem öffentlichen Schlüssel ab und D von dem geheimen Schlüssel noch. Okay. So, das heißt aber, diese linke rote Box, diese Verschlüsselungsbox, ist völlig bekannt. Da ist der Algorithmus bekannt und der Schlüssel. Jeder hat den Algorithmus und den Schlüssel. Die Mathematik ist bekannt, der Source Code ist da, alles. Was machen Sie jetzt, wenn Sie das Ganze knacken wollen? Von der rechten Box kennen Sie zwar den Source Code und die Mathematik, aber war es nicht? Ja, den geheimen Schlüssel, darum heißt der geheime Schlüssel. Den tut der Bob hoffentlich gut aufbewahren. Also die rechte Box haben Sie nicht komplett. Was würden Sie jetzt tun, um die Nachricht zu knacken? Oder was könnte man probieren? Bitte? Ja, okay. Das ist richtig, aber da leben Sie vermutlich nicht lang genug. Wer weiß, was die Medizin noch alles erfindet, aber da sorgen wir dafür, dass es so viele Schlüssel gibt, dass Sie keine Chance haben, die alle durchzuprobieren. Das nennt man Brute-Force-Angriff und der wird nicht möglich sein. Ja. Das ist ein Problem, auf das werden wir später noch eingehen. Das ist ein echtes Problem und das ist übrigens der Grund, weshalb wir ein ganzes Kapitel zum Thema Public Key Infrastruktur investieren müssen. Ja?
Nur dieser popelige Geschichte ist absolut ein ganz ernstes Problem, aber ich will das nur zurückstellen. Ja? Jetzt geht es erst einmal um die Frage, wie können wir das Verfahren knacken. Wir nehmen an, die Alice hat den Public Key von Bob. Dazwischen zu gehen, okay, ist klar. Dazwischen gehen heißt, ich höre die Nachricht ab. Okay? Die abgehörte Nachricht ist aber Kauderwelsch. Die ist ja klar, die ist ja verschlüsselt. Okay, was mache ich jetzt mit diesem abgehörten Kauderwelsch? Daraus will ich ja wieder Klartext machen. Gebe ich einfach weiter an Bob und der schickt mir da was zurück. Naja, Sie sind ja der Betrüger, also Sie werden jetzt kaum, der Bob wird Ihnen kaum den Gefallen tun. Ja? Ja, da bleibt ja fast nur noch übrig, irgendwie an den Schlüssel von Bob zu kommen. Das, da kommen Sie aber nicht dran. Nö, nee, aber ich meine, was haben wir denn? Wir haben doch die rote Box, oder? Die linke rote Box, die haben wir doch. Komplett. Und zwar nicht nur das Programm, das Ausführbare, wir haben den Source Code auch noch, wir haben die Matte dazu, alles, wir haben tolle Doku dazu. Könnte man da nicht irgendwie was probieren? Ja, man könnte es probieren, wenn es jetzt eine kurze Nachricht ist, alle Nachrichten durchprobieren, bis man genau den verschlüsselten Text kriegt. Und das ist doch eine Idee. Genau. Ja, das könnte man doch tun. Und er hat schon gleich dazu gesagt, wenn es eine kurze Nachricht ist. Ja? Weil wenn es eine lange Nachricht ist, dann ist die Zahl der möglichen Nachrichten viel zu groß. Ja? Aber wenn es eine kurze Nachricht ist, könnten wir das doch machen. Wir verschlüsseln alle Nachrichten so lang, bis wir den gleichen Chiffretext haben. Dann sind wir fertig. Aber da ist natürlich Vorsorge getroffen, dass das nicht funktioniert. Zum Beispiel wird bei dem Public Key Verfahren werden immer nur Blöcke mit typischerweise etwa 2000 Bit am Stück verschlüsselt. Das heißt, die kürzeste Nachricht hat 2000 Bit und 2 hoch 2000 ist viel, 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 viel zu groß, um alles durchzuprobieren. Ja, nee, ich meine, wir könnten doch die Mathe ein bisschen an die Mathe rangehen. Ich habe doch gesagt, so eine Verschlüsselung. Schauen Sie doch das jetzt einmal so ein bisschen als Blackbox an. Und wir müssen ja nicht unbedingt jetzt den Secret Key rausfinden. Der interessiert mich gar nicht. Will ich den Schlüssel? Nö. Ich will die Nachricht haben. Ich will den Klartext der Nachricht haben. Naja, dann könnte ich doch hergehen und hier so eine Art Reverse Engineering betreiben. Ich kenne den ganzen Verschlüsselungsalgorithmus alles und jetzt muss ich bloß mathematisch gut genug drauf sein und die Umkehrfunktion ausrechnen. Ich brauche die Umkehrfunktion von der Box. Naja, ist doch easy, oder? Ah, das haben Sie doch in der Schule in der 8. Klasse gelernt, wie man Umkehrfunktionen berechnet, oder? Nicht? Ah ja, irgendwann, ne, vielleicht auch erst in der 11. Klasse oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja? Wie macht man denn das, eine Umkehrfunktion berechnen? Ja? Das war doch die normale Funktion hoch minus 1, oder? Ja, ja, aber wie finde ich die? Ich kann mich nur gut erinnern, wie das lief in der Schule. Machen wir ein Beispiel. F von x ist gleich x Quadrat. Und dann schreiben wir das hin als y gleich x Quadrat. Was machen wir? Wir lösen nach x auf. Dann steht da x gleich Wurzel y. Und jetzt müssen wir noch x und y vertauschen. Y gleich Wurzel x. Und schon haben wir die Umkehrfunktion. Da muss man mit dem Plus und Minus an der Wurzel, aber das will ich mir jetzt nicht antun, nur ein bisschen aufpassen. Ne? Aber es ist auch ganz easy Verfahren, oder? Es geht auch mit anderen Funktionen. Nehmen Sie E-Funktion, dann kommt der Logarithmus raus und so. Ja, das ist halt die Schule. Ja?
in der Schule, da fährt man ein bisschen 5 Kilometer auf der Autobahn und meint dann, man könnte ein bisschen Mathematik. Ja. Aber im Gelände ist man da leider nie unterwegs. Ja. Und wir sind natürlich jetzt so richtig im Gelände unterwegs, Offroad, und das können Sie vergessen. Das geht gerade für diese paar Funktionen. Und ansonsten, und das ist eben ganz wichtig, das ist ganz wichtig, die linke rote Box muss eine sogenannte Einwegfunktion sein. Das heißt, die Funktion ist öffentlich bekannt, jeder kennt alles. Aber die Umkehrung lässt sich aus der Bekanntheit von allen Details nicht berechnen. Und übrigens, die Mathematik ist voll mit Einwegfunktionen. Ganz billige Funktionen sind Einwegfunktionen. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Eigentlich ist das ein Vorgriff, aber dass Sie gleich mal eine Idee kriegen, weil es ist so wichtig für die Public-Key-Verfahren. Ich gebe Ihnen jetzt folgende Aufgabe. Ausrechnen. Blatt Papier nehmen, ausrechnen. Das kriegen Sie alle mit hoher Wahrscheinlichkeit halbwegs richtig hin. Ja? In vernünftiger Zeit. Was weiß ich, 5 Minuten, dann haben die meisten von Ihnen das gleiche Ergebnis ausgerechnet. Trivial die Aufgabe, oder? Mit dem Taschenrechner noch trivialer. Ja? Wobei, ja gut, ich meine, das sind hier 2, 4, 6, 7 Stellen, 2, 4, 6, 7, da hat das Ergebnis schon 14 Stellen. Naja, wenn der keine 14 Stellen hat, dann kriegen Sie nur noch ein gerundetes Ergebnis. Und übrigens, gerundete Ergebnisse sind beim Verschlüsseln gar nicht gut. Warum sind die da gar nicht gut? Klar, dann ist kaputt. Dann können Sie es nicht mehr entschlüsseln. So, also Aufgabe 1 ist das hier. Jetzt gebe ich Ihnen eine andere Aufgabe. Aufgabe 2. Und zwar, ich mache es mir einfach. Ich mache das jetzt mit Wischtechnik. Sie verzeihen mir das. Ich nehme das Mal hier weg und mache eine 0 dazwischen. Okay? Und die Aufgabe heißt, das ist gleich x mal y. Und zwar x, y aus den natürlichen Zahlen. Also ich habe hier eine große Zahl mit 15 Dezimalstellen und ich will von Ihnen wissen, wie heißen die beiden ganzzahligen Faktoren, aus denen ich das berechnet habe. Und es ist klar, das ist die Umkehrfunktion von dem, was wir gerade eben hatten. Gibt es keine eindeutiges Ergebnis, oder? Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Nein, das Ergebnis, ach so, sorry. Element, schau mal, Element von P, danke. Ja? Also x und y sind Primzahlen. Wenn die Zahl des Produkts aus zwei Primzahlen ist, dann ist das Ergebnis eindeutig, weil die Primfaktorzerlegung ist eindeutig. Also ich sage Ihnen nur dazu, das waren zwei Primzahlen, macht die Sache ja noch einfacher, ja? Weil dann gibt es eine eindeutige Lösung. Also das geht nicht mehr in 5 Minuten, da sind wir uns einig, oder? Ja, genau, wenn man viel Glück hat. Ja. Ich meine, wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Computeralgebra-Programm mit guten Algorithmen drauf haben, wie Mathematica, dann geht es auch in 5 Minuten. Sie tippen es kurz ein und kriegen dann die Lösung raus, weil die Zahl ist noch zu klein. Die hat nur 15 Dezimalstellen. Ja. Aber ich kann ja die Aufgabe, also die andere, die erste Aufgabe, multipliziere mir zwei Zahlen mit 300 Dezimalstellen miteinander, für einen Rechner auch kein Problem. Ja? Es ist trivial, es ist ein billiger Algorithmus, geht ganz schnell.
zwei Zahlen mit je 300 Dezimalstellen miteinander multipliziert, ergibt eine 600 Dezimalstellen Zahl. Und wenn Sie die eingeben, dann werden Sie ein Problem kriegen. Ja? Weil da wird kein Algorithmus die mehr durchzerlegen. Ist klar, das Zerlegen geht durch Probieren. Ich probiere einfach alle Produkte aus und irgendwann finde ich das Richtige. Ja? Ich will hier nur zeigen, das Multiplizieren, das billige Multiplizieren von zwei ganzen Zahlen miteinander ist eine sogenannte Einwegfunktion. Ist ganz einfach, ganz schnell berechenbar, aber die Umkehrung, das Zerlegen in die Faktoren, geht nur durch systematisches Probieren. Aber schauen Sie mal, wenn ich eine 600 Dezimalstellen Zahl habe, wie viele mögliche Kandidaten gibt es denn da? An Faktoren. Naja, also ganz naiv erst einmal, 10 hoch 600. Und 10 hoch 600, haben Sie irgendwie eine Vorstellung von der Zahl? Wie groß ist denn die Zahl? Wie groß ist denn die Zahl? Ja, also nutzen wir mal die letzten paar Minuten hier von der Vorlesung über große Zahlen zu reden und über kleine Zahlen. Weil das ist immens wichtig. Also nochmal, wir waren hier stehen geblieben bei Public Key Algorithmen. Ja? Ich mache jetzt einen kleinen Exkurs auf große und kleine Zahlen. Ist das okay? Ja? Weil die sind wichtig. Die sind wichtig für die Kryptographie. Große Zahlen sind wichtig, weil zum Beispiel die Zahl der Schlüssel groß sein soll. Wenn ich bloß drei verschiedene Schlüssel habe, dann muss ein Angreifer drei Möglichkeiten ausprobieren. Wenn ich aber, so wie hier bei der inversen Aufgabe, 10 hoch 600 verschiedene Schlüssel habe, naja, dann stellt sich ja schon die Frage, ist das jetzt groß? Können wir jetzt so ein Verfahren als sicher bezeichnen, wo der Angreifer 600, 10 hoch 600 Möglichkeiten ausprobieren muss. Jetzt haben wir ja heute sehr schnelle Rechner, ja, mit Gigahertz und 16 Kernen und so weiter. Und jetzt kann ich mir 1000 solche PCs kaufen, mit jeder 4 Gigahertz und 16 Kernen. Dann habe ich 16.000 mal 4 Gigahertz. Locker, oder? Nicht? Ah, dann kaufen wir halt 10.000 PCs. Wissen Sie so, die NSA, die hat richtig viel Geld. Die kann sich 10.000 PCs mit 16 Kernen locker kaufen. Bitte? Buchstaben, was? Ja, lassen Sie uns bei den Zahlen bleiben. Ja? Bei diesem billigen Beispiel mit 10 hoch 600 Möglichkeiten. Kann mir jemand, jetzt frage ich mal ganz anders, was ist denn die größte Zahl, mit der Sie irgendwas verbinden können auf dieser Welt? Sagen Sie mir mal irgendeine ganz große Zahl, die einen Bezug zur Welt hat. Bitte? Einwohnerzahl der Erde. Da sind wir bei, ich glaube, 7 Milliarden haben wir gerade erreicht, oder? Also 7 mal 10 hoch 9 Leute auf diesem Globus. Ja, aber das ist ja eine winzige Zahl, oder? Ja, das kann man sich noch vorstellen. Genau, kann man sich noch vorstellen. Also 10 hoch 9 und dann haben wir aber 10 hoch 600 am anderen Ende. Ich hätte schon gerne ein paar Zehnerpotenzen mehr noch. Staatsverschuldung in Deutschland. Wie hoch ist die? Zwei Billionen, glaube ich auch. Ja. Also, das heißt, wir sind ein Faktor 1000 schon höher. Wir sind 2 mal 10 hoch 12 Euro. Jetzt gehen wir auf die Cent und dann sind wir gleich wieder bei 2 mal 10 hoch 14 Cent ist die Staatsverschuldung. Okay, 10 hoch 14. Na, das finde ich immer noch klein. Also wenn Sie übrigens viele solche Zahlen sehen wollen, der Bruce Schneier hat in seinem Buch
Applied Cryptography, gibt es auch auf Deutsch bei uns in der Bibliothek, müssen Sie unbedingt mal anschauen. Ach wichtig, ich habe ein Semesterapparat in der Bibliothek. Ja? Semesterapparat ist ein Regal voll Bücher nur für diese Vorlesung. Da habe ich so die relevanten Bücher zusammengestellt. Den müssen Sie einfach mal anschauen. Einfach nehmen Sie sich mal 2 Stunden, hocken Sie sich da hin und schmökern Sie ein bisschen. Und das dickste von den Büchern ist das von Bruce Schneier, Angewandte Kryptographie, ein richtig tolles Buch. Ist zwar sehr dick, aber leicht lesbar, schön, nett geschrieben. Und der hat irgendwo am Anfang eine ganze DIN A4-Seite mit großen Zahlen. Großen und kleinen Zahlen. Ja? So, jetzt weiter große Zahlen. Wir sind bei 10 hoch 14 angelangt. Hat jemand eine Assoziation mit 10 hoch 23? 10 hoch minus 23, nämlich? Wenn man die Stoffmenge berechnet. Ja, aber da braucht man 10 hoch plus 23. Ja? Das ist die Avogadro-Zahl. Ja? Aus der Chemie kennen wir das. Ja? Was sagt denn die? Das ist die Zahl der Moleküle pro Mol. Und was ist denn ein Mol? Das haben die Chemiker erfunden. Ein Mol ist einfach eine Stoffmenge mit 6 mal 10 hoch 23 Molekülen drin. Warum jetzt diese komische Zahl? Ja, weil da kann man sicher gehen, dass im Periodensystem mal eine Zahl dran und so viel Gramm ergibt das Produkt, wenn man es mit der Zahl multipliziert. Genau, also ein Mol, was weiß ich, keine Ahnung, Sauerstoff sind vielleicht 100 Gramm und ein Mol Wasserstoff sind 20 Gramm, ich weiß die Zahl nicht. Ja? Aber das sind makroskopische Mengen. Das sind so Mengen, die der Chemiker in seinen Erlenmeyer-Kolben reintun kann. Ja? Weil der Chemiker möchte ja nicht mit einzelnen Molekülen und dann wären es nämlich 10 hoch minus 23 Gramm oder sowas. Ja? Also eine makroskopische Menge Moleküle, was man so in die Hand nehmen kann, sind 10 hoch 23 Moleküle. Das ist ja schon mal eine ganz interessante Zahl. Und die sind ja extrem klein. Das sind ja schon gigantische Mengen. 10 hoch 23 Atome oder Moleküle. Das ist schon eine richtig große Zahl. Okay? Noch größer. Also, ich meine, wir müssen jetzt auch so langsam Schluss machen. Ich glaube, beim Schneier steht es auch, es gibt heute so ganz grobe Schätzungen über die Zahl der... machen Sie mal bitte die Tür zu, da hinten. Hallo. Ja, genau. Also die 2 Minuten können die uns auch noch in Ruhe lassen. Die Zahl der Atome im Universum. Wissen Sie? Ja? Ich glaube, das kann bei uns ganz falsch sein. 10 hoch 78. Genau. Also ob das genau, weiß man es nicht. Ja? Aber ich hatte was mit 10 hoch 80 im Kopf. Ja? Aber das sind nur grobe Schätzungen. Aber wissen Sie, ob wir jetzt 10 hoch 78 oder 10 hoch 82 haben, das ist ja nur ein Faktor 10 hoch 4. Das heißt, bis auf einen Faktor vielleicht 100 oder 10.000 wissen die etwa, wie viele Atome es im Universum gibt. Okay? Und das ist ja schon, da sind wir jetzt bei 10 hoch 80. Ja? Wir hatten gerade ein Problem mit 10 hoch 600 Varianten. Ja? Das ist nochmal vorsichtig ausgedrückt, einige Größenordnungen größer, nämlich das ist um einen Faktor 10 hoch 592 mehr. Das ist 10 hoch 592 mal die Zahl aller Atome im ganzen Universum. Ja? Ich meine, das ist unvorstellbar. Ja? Das heißt, wenn wir, und das ist wichtig jetzt, ja? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Lösung von dem Problem einfach so mal schnell erraten, ist der Kehrwert von 10 hoch 600, also 10 hoch minus 600. Und jetzt kommen Hysteriker, die sagen, was? Die Wahrscheinlichkeit, dass man das Verfahren knacken kann, ist nicht null. Ja, dann kann es nicht sicher sein, sowas verwende ich nicht. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist 10 hoch minus 600. Ja? Und das ist für praktische Zwecke fast schon mehr als null. Ja? Aber das, ich meine, das müssen wir sehen, wenn wir über Kryptographie reden. Wir haben immer nur eine endliche Schlüsselzahl. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Klartext errät, ist nie null. Das heißt, wir haben nie perfekte Sicherheit.
Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, wir können nämlich bei unseren Algorithmen die Schlüssellänge variieren. Und wenn Sie jetzt sagen, bei RSA, das ist ein Public-Key-Algorithmus, sind mir 1000 Bit zu kurz, dann nehmen Sie halt 2000 Bit. Und die nächste gute Nachricht ist, das packt Ihr Algorithmus auch noch, die 2000 Bit, weil der braucht dann nur viermal so lang. Das heißt, statt einer halben Sekunde braucht er halt 2 Sekunden. Okay, kostet Sie halt ein bisschen mehr Geduld, aber Sie können mit der doppelten Schlüssellänge leben und dann sind wir nämlich von 2 hoch 1000 bei 2 hoch 2000. Ja? Und 2 hoch 1000 sind etwa 10 hoch 300, also sind wir auf der sicheren Seite. Ja? Ich meine, solche Zahlenspielereien, die sind einfach wichtig. Und um jetzt vielleicht zu sehen, welche großen Zahlen sind denn für uns schon immens groß, haben wir ja vorhin gesehen, die Staatsverschuldung von Deutschland, 2 Billionen Euro, das ist schon eine unvorstellbar große Zahl, können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Übrigens, interessant ist auch noch, kurz noch zu den Finanzsystemen, die Staatsverschuldung ist 2 Billionen Euro. Wissen Sie, dass die Summe aller privaten Guthaben in Deutschland, ich glaube, die liegt bei 5 Billionen Euro. Die ist also viel, viel größer als die gesamte Staatsverschuldung. Das sind natürlich nicht wir, die wir irgendwie ein paar tausend Euro auf der Bank haben, sondern das sind die Großkapitalisten. Die haben richtig viel Kohle auf der Bank, weil die ganzen Zinsen, die Banken nämlich zahlen, die der Staat zahlen muss für seine Staatsverschuldung, diese angesammelten Zinsen sind nämlich viel größer als die ganze Staatsverschuldung mittlerweile. Und wo sind die Zinsen geblieben? Oben auf dem Berg von der Kohle der Großkapitalisten. Das muss man einfach wissen, wenn man über Staatsverschuldung redet und wenn man darüber redet, was für ein Unsinn da heute abläuft. Die Staaten zahlen für jeden Cent, den die neues Geld drucken, sofort Zinsen an die Banken. Ein Schwachsinn sondergleichen. Die Staaten haben das Recht, Geld zu drucken, sie tun es aber nicht mehr. Sie lassen die Banken Geld drucken und zahlen sofort Zinsen dafür. Aber sorry, es tut mir leid, dass ich da jetzt noch wieder abgeschweift bin. Ja. Große Zahlen war das Thema. Public-Key-Kryptographie, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke.